Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. Seit 16 Uhr ist das epische Strike-Event Brontodasmus-Angriff an den Stops vorzufinden. Ihr seht es schon hier, auf welche drei Level 30 Saurier ihr trefft, wie ich das Ganze schaffen werde und was ihr so am besten verwendet. Das alles erfahrt ihr in diesem Video zu Jurassic World Alive. Und damit vielen Dank fürs Einschalten. Ihr seht es schon hier. Seit 16 Uhr oder 15 Uhr müsste es live sein. Es ist jetzt noch 22 Stunden 13 Minuten. Ja, ist seit 16 Uhr live. Ihr benötigt einen Sieg. Das Ganze nennt sich Brontolasmus-Angriff. Und ihr dürft euch keine Niederlage erlauben. Und schauen wir uns mal die Eventbeschreibung an. Brontolasmus-Angriff. Die Belohnung für dieses Angriffsereignis wird von den kräftigen Vorfahren der Rhinoceros bewacht. Nutze Betäubungs- und Ablenkungsfähigkeiten, um sie daran zu hindern, Schaden zu verursachen. Empfohlene Stufe 26 bis 30. Nun, ich habe noch keine Boosts investiert, deswegen wird es auch nicht so einfach für mich werden. Wir schauen uns aber erstmal an, was die Gegner so können. Wir haben als erstes hier Brontotherium. 4740 Leben, 1216 Schaden, macht der 107 die Geschwindigkeit, 25% Panzerung und 5% kritische Trefferwahrscheinlichkeit. Er hat Verteidigungshaltung, entschlossenen Ansturm und Einsatzverteidigung, hat also eine Swap-In-Fähigkeit. Dann haben wir als nächstes Elasmotherium. Der hat 4412 Leben, 1337 Schaden, 108 Geschwindigkeit, 30% Panzerung, 5% Crit. Verteidigungshaltung hat der, Initiative, Selbstreinigung, Schutz um 50% für eine Runde. Entschlossener Ansturm, entfernt Tarnung, Ausweichen und Schutz. Vom Ziel verursacht zweifachen Schaden, umgeht Panzerung, das heißt, das sind dann 2700 Damage knapp. Und der hat Zerfleischungsangriff, wo er 40% von euren Max-HP hinzufügt. Zu guter Letzt Brontolasmus. 5470 Leben, 1337 Schaden, 115 die Geschwindigkeit, 30% Panzerung, 5% kritische Trefferwahrscheinlichkeit. Er hat langen Verteidigungsangriff, entschlossenen Ansturm mit dem zweifachen Damage, ebenfalls Zerfleischungsangriff mit 0,4% oder 0,4-fachen von den Max-HP des Gegners, also 40%, und verlangsamten Ansturm, wo er zweifachen Schaden macht, und das kann er in Runde 1 einsetzen, das heißt, der macht da direkt 2670 Damage. Das sind die Gegner. Jetzt sagt das ja betäuben oder aber ablenken. Der hier kann beides, ist aber nur auf Level 24 unterwegs, ist aber eigentlich, denke ich, einer der idealen Counter. Er ist schneller als die Gegner, er kann ablenken und kann den Gegner betäuben. Ich glaube tatsächlich, dass wir den jetzt mal mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber doch, wir nehmen ihn einfach mal mit. Die Gegner haben natürlich auch Panzerung, das muss ich beachten, 25%, 30%. Und 30%, da kommt er natürlich nicht durch, macht also ein Drittel weniger Schaden, also ist er doch nicht so die gute Wahl. Dann doch wieder Standard mit Sauriern, die panzerbrechend sind. Was hier auch gehen würde, wäre tatsächlich Schaden über Zeit und dann natürlich mit dem Suchotator, der hier zumindest schneller als 2 ist, weil 116 schnell, dann ist er sogar schneller als 3, ich weiß es aus dem Kopf nicht. Brontolasmus könnte schneller sein, aber ich meine, Suchotator müsste schneller sein. Somit könnte der Blutungsschaden und Ablenkung arbeiten und den Gegner quasi aussitzen. Altbewährte Taktik. Ich nehme auf jeden Fall mal den guten Indoraptor mit. Dann nehmen wir noch den Thor mit. Magna könnten wir auch noch mitnehmen, weil er eben schutzdurchdringende Fähigkeiten hat und den Gegner ablenken kann. Wobei ich wiederum sage, dann ist eigentlich der hier besser. Der kann noch dazu ausweichen, wobei der Gegner kommt durch Ausweichen durch. Genau, entfernt Tarnung. Dann kommt es tatsächlich auf den Schaden drauf an. Ich würde sagen, so geht die Reise mal los. Ich denke, hier kann man alles mitnehmen, was ablenken kann. Und Blutungsschaden hat in Kombination. Dann kann man Blutungsschaden auferlegen und das Ganze ablenken. Was auch gut ist, es sind einfach Saurier, die viel Damage über in kurzer Zeit machen können und durch Panzerung durch können. Indoraptor kann das, Toradolo sowieso. Trykosaurus kommt da auch durch. Der sollte eine gute Wahl sein. Magna auf einem passenden Level, der hat Schutz und panzerungsdurchdringende Fähigkeiten. Eventuell auch Tyrannolofo, Tenontorex oder Tyrannolofo, genau, wenn ihr nicht ganz so hoch habt. Ansonsten tatsächlich Tabo auf dem passenden Level. Aber hier braucht ihr schon Saurier, die ordentlich durch Schutz und Panzerung durch sind und die auch annähernd in dem Level sind. Sollte normalerweise mit den Leveln kein Problem sein. Ich habe noch keine Boosts verwendet. Wenn ihr Boosts dabei habt,
sollte es tatsächlich noch etwas leichter sein für euch. Auch wenn sie noch nicht so hoch vom Level her sind. Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir mit dem Prozerator beginnen. Denn der kann erstmal sofortige Ablenkung spielen. Gegner setzt als erstes Pontolasmus ein. Der kann nämlich nicht verlangsamt werden, das wollte ich gerade sagen. Wir können den Gegner schön den Schaden reduzieren. Es nützt nicht unbedingt was, dass wir ausweichen spielen. Weil der Gegner kommt dann mit dem entschlossenen Ansturm durch. Und jetzt können wir mit dem... Oh, das war nice, da habe ich nicht aufgepasst. Wir hätten tatsächlich den Move machen können mit Suchotator. Wir spielen sofortige Ablenkung. Dann Blutungsschaden. Also dann Blutungsschaden und dann auf den... nochmal sofortige Ablenkung spielen. Ich habe es mich nicht getraut, weil meiner einfach nur auf Level 14 oder so ist. Und Gegner ist noch abgelenkt. Setzt die Verteidigung. Ah, ich verstehe. Er kann also somit durch die, er hat 2 Runden Schutzeinsatz und kann dann die Verteidigungshaltung spielen und würde somit wahrscheinlich keinen Schaden machen. Wir setzen jetzt erstmal die sofortige Ablenkung ein. Also ihr könntet somit keinen Schaden machen, weil er 2x50% Schutz hat, aber da weiß ich gar nicht, wie das ist. Hätten wir jetzt ausprobieren können. Entschlossener Ansturm kommt. 244 Damage. Er hat eine Runde Cooldown da drauf. Dann können wir auch so spielen. Weil der hat... Er reinigt sich zwar, aber er macht damit keinen Schaden. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also gegen den müsst ihr einfach nur ablenken. Und in der nächsten Runde könnt ihr wieder Schaden machen. Dann kann er nämlich keinen Schaden machen, wenn er es so spielt. Und somit haben wir uns die starke Attacke aufgehoben. Und können sie jetzt direkt gegen Elasmotherium einsetzen. Dritte Nashorn im Bilde. Okay, wir machen es so. 2600, das heißt, wir machen gleich 1300 Schaden. Und ich denke mal, wir können jetzt durchziehen. Der gegnerische Schaden ist um die Hälfte reduziert. Das heißt, wir bekommen 1337 Damage. Und schaffen es tatsächlich so mit Prozerator. Also, der Tipp... Betäubungs- oder Ablenkungsfähigkeiten, insbesondere Ablenkungsfähigkeiten, wenn ihr immun seid, sind hier sehr, sehr gut. Und ihr seht, Bozzerato, wir haben noch keinen Boost auf ihn angewendet. Und der macht hier die Gegner alleine platt. Ist auch sicherlich ein guter Saurier, muss man sagen. Aber auch gar kein schlechter gegen die, kein schlechter Counter, weil er tatsächlich zum einen auch aufheben kann, ja, und er kommt durch... Ja, er kann einfach viel Schaden machen und ablenken. Ich weiß, er kommt nicht durch die Panzerung durch. Das ist das, was ich noch sagen wollte. Das ist ein kleiner Nachteil. Aber ist sicherlich, denke ich mal, okay. Da hat der Gegner uns jetzt fast gekillt. Wir hätten tatsächlich das andere spielen müssen. Ja, wir gehen jetzt einfach auf Damage und killen ihn dann im übernächsten. Also wir haben es nicht ganz alleine mit ihm geschafft. Und können den Gegner aber jetzt dann mit was passendem finishen. Ich glaube, das reicht nicht hier. Das reicht nicht. Fast wurscht, was wir einsetzen. Das, wo wir durch Panzerung durchkommen. Er setzt nochmal den langen Verteidigungsangriff ein. Zweifachen oder 2 Runden lang 50% Schutz. Das ist gar keine schlechte Fähigkeit. Aber er hätte auch schon mal mehr Schaden raushauen können. Aber jetzt haben wir es dann... Endlich final hier geschafft, den Gegner zu besiegen. Ist nicht so schwer, das Strike-Event. Da finde ich tatsächlich, das mit Indoraptor war deutlich schwieriger. Und somit haben wir es geschafft. Wir bekommen natürlich ein Elasmotherium-Brutkasten. 200 Elasmotherium-DNA drin. Die schmecken lecker. Pontolasmus-DNA drin. Ich meinte nicht Elasmotherium. 15.000 Coins. Stygimoloch. Iragaya. Skaphognathus. Und... Epische, Baryonyx und kommt was Schönes, bitte, bitte. Maya Saura, okay, es ist nicht unbedingt so gut. Das war das heutige epische Strike-Event. Und da hinten haben wir noch ein Kento, ist tatsächlich der zweite diese Woche, den ich sehe. Nehmen wir natürlich noch mit. Und sammeln diese DNA. Oh, das war natürlich mal ein Fail. 11 noch hinterher. Und nochmal 12. Okay, wir haben es nicht ganz geschafft. Doch, wir haben 110 geschafft. Ich dachte, wir hätten die 100 nicht ganz geschafft. Aber für die Entfernung war das tatsächlich okay. Der eine zwischendurch hätte sitzen müssen. Somit sind wir bei 8400 DNA von ihm.
und haben ihn damit bekommen. Also, soviel zum Strike-Event, doch eine kleine Info. Sonntagabend könnte ich tatsächlich eventuell. Sonntagabend könnte ich Jurassic World Livestream, wenn ihr Bock habt. Glaube, ich habe nichts vor. Falls ich doch jetzt Liga-Match oder so casten sollte. Ne, Sonntag habe ich, glaube ich, nichts vor. Ne, können wir machen. Ich kann nämlich Early Dominus entwickeln, Tor eventuell entwickeln oder sehr wahrscheinlich. Und das wollte ich einfach mit euch machen. Ich kann einen Saurier erstellen, wie ihr da unten seht, einen einzigartigen. Und das können wir dann im Stream machen, können eventuell das Turnier mitspielen. Und das sollte dann Sonntagabend klappen. Ich denke sogar ein bisschen früher als sonst. Also nicht erst um 7:30, sondern so um 6 vielleicht. Mal schauen. 6, 7, 7 eher. Wir schauen uns das mal an. Und ich wünsche euch was. Ein schönes Wochenende natürlich. Und vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder das nächste Mal im Stream oder im Video. Macht's gut. Bis dahin und ciao.